Guten Tag, hier ist der Gusoa. Wir spielen eine Runde Clash of Clans. Wie viele Bäume habe ich mittlerweile? 3, 4, 5, 6, 7. Läuft halt hart bei mir. 7 Bäume erstmal direkt an den Start gebracht. Würde ich sagen, vielen Dank dafür. Dafür könnt ihr erstmal ein Like dalassen. So sieht's aus. Wir schauen rein, was beim Clan-Spielen los ist. Letzte Challenge war das Spenden. War für mich jetzt, oder beziehungsweise für euch auch bestimmt nicht so interessant. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, richtig, richtig schön was zu machen. Und zwar, wir gönnen uns 13.000 dunkles Elixier und gehen direkt in den Kampf rein, wollen gleich loslegen. 2,5 ungefähr gucken wir hier gar nichts. Dann müsste halt alles im Lager sein, beziehungsweise auch noch im Town Hall drin, reicht mir nicht. Also beziehungsweise reicht mir schon, aber ich krieg's zu schwierig. Deswegen gönnen wir uns das anderweitig. 700, was soll das? Hallihallo, Hallöle, ja. 1900, nee. Hier, na, schön inaktiv, sage ich mal, so ist es nicht. Aber ich weiß, jeder andere sagt jetzt, oh, was, kannst du da nicht bringen? Doch, kann ich. Ganz klar. Auch geil, aber lohnt es sich? Alleine schon mit den Helden ist ja so eine Sache. Nee. 2-2? Ganz ehrlich, das macht der Gesamtloot dann wieder wett. Doch, den nehme ich. Den nehme ich und zwar, da muss ich jetzt genau hingucken. Droppen. 1, 2, 3, 4. Ich muss drauf achten, hier haben wir eine Igel-Artillerie. Die mache ich jetzt hier noch schnell kalt, weil sonst haben wir hier schnell ein Problem. Die Queen muss das jetzt einfach durchhalten. Also ganz ehrlich, da bin ich rigoros, da muss die so selbstständig sein. Muss das reißen können hier, ja? Hier, da nochmal rein, weil die muss ja jetzt sich hier langsam reinbewegen. Komm, Igel-Artillerie down. Fuß. Wie so ein Hund. Mach, mach, mach. Ey, komm, geht jetzt mal langsam down, oder was? Euer Ernst? Jetzt los. Zackig, ganz genau, da ist die Igel-Artillerie weg. Und die musste jetzt auch weg. Hier kann ich noch ein paar Magier droppen. Und hier wollen wir natürlich rein. Das ist klar. Hier wollen wir richtig schön Loot machen. Auf jeden Fall. Schnell noch hier an der Seite komplett wegfetzen alles. Und dann gehört uns die Zeit. Wie gesagt, Warden lassen wir. Beziehungsweise Warden können wir hier killen lassen. Und dann ist das in Ordnung. Weil da rennen die Helden vor allen Dingen, da rennen die Heiler definitiv nicht rein. Vorteil, jetzt natürlich fast keine Death, hier nur der Single Inferno, deswegen muss ich mir natürlich die Ability aufheben, klar, aber das sollte kein Thema sein. Das Dunkle, darum geht es natürlich in der Challenge, klar, aber wie gesagt, der Rest ist natürlich auch ganz interessant. Oh, du rennst jetzt nicht dahin wegen der Tesla, oder? Ey, dein Ernst, ganz genau da willst du nämlich rein, weil da macht Spaß. Da hat der Warden ausnahmsweise mal Glück gehabt, beziehungsweise gut gearbeitet. Heiler lasse ich noch. Die will ich nicht jetzt hier. Eieiei, Single. Und da würde der Single hitten. Und dann muss ich wirklich gucken, dass die hier wirklich so schnell rangeht. Glaube ich nicht, dass das was wird. Obwohl, sie hat ein paar paar Bogies gespawnt. Ja, da ist sie weg. Da ist sie weg, das Infernochen. Ja, genau, die kleine Maus. Und hier natürlich schön wieder Loot machen. Schön Loot machen auf jeden Fall. Und natürlich gucken, dass die Queen möglichst nicht down. Ganz ehrlich, den nehmen wir noch mit. Zack, das reicht mir. Okay, passt, ist in Ordnung. Krieg sogar noch einen Sternebonus, glaube ich. Da gibt es ja vierfachen momentan wieder. Noch ein Ding. Einwandfrei. So soll es sein. So soll es sein. Gleich weitermachen. Aber nochmal kurz auf die Truppen. Wie gesagt, ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch, dass man sieht, wie ich halt die Truppenzusammenstellung halt immer wieder mache. Hoffe ich. Weil so lange dauert es ja jetzt auch nicht. Weil viele dann sagen, oh naja, das wollen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Aber
Ich denke mal, das ist eine relativ schnelle Kiste hier. Und dann passt das. Jetzt sind wir schon bei 4 Millionen einwandfrei. Und wie gesagt, hier guckt euch das bitte an. Schatzkammer ist auch wieder relativ gut gefüllt. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, das wäre mir zu hart. Das traue ich meiner Queen nicht zu. Aber ansonsten kann man der wirklich schon einiges zutrauen. Von hier könnte man rangehen, reicht mir aber nicht im gesamten Loot. Suchen wir uns wieder. Ja, wir sind erstmal schön, nicht synchron. Läuft halt hart. Ach, ich sehe gerade, wir sind immer noch im Boost. Oh. Zu wenig Dunkles, zu wenig Dunkles. 600, hallo? Kommt mal klar auf euer Leben. 2,9. Wollen wir uns die snacken? Der Rest ist nicht so toll. 3,3. Ah, die Helden. 38er Queen. Schön Elix. Hier schön Elix. Definitiv. Dann Queen. Setzt definitiv mal den Blinker. Und dann richtig schön mit den Barbaren hier ran. Da kommen garantiert noch ein paar Dinger, die hier mich supporten wollen. Die nennt man Mauerbrecher. Queen muss geraged werden. Also beziehungsweise hätte jetzt auch noch warten können, aber wollte ich jetzt doch schon durchziehen. Und viel mehr wird gar nicht kommen, weil viel mehr hat er garantiert nicht auf Tash. Aha, okay. Das ist nicht lustig. Wie ihr seht, hier wie definitiv wieder die Loons. Vergesst bitte nicht die Loons. Die ziehen der Queen die Hose aus. Da kann die Level 40 sein. Vollkommen egal. Loons sind der Tod. Definitiv. Ein Drache, kein Thema. Ein Golem. Naja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn wir, wie gesagt, über Loons reden, da ist richtig Eskalation. Und jetzt haben wir ein Problem. Der Drache hat schön meine Heiler gekillt. Das ist natürlich nicht so lustig. Alter, komm los! Dein Ernst? Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Ja, so ist es halt. Brauchen wir nicht drüber reden. Wollen wir aber definitiv. Wir wollen nämlich hier noch schön das Dunkle ziehen. Da nehmen wir auch im schlimmsten Fall noch den Rage. Ist mir schissegal. Zack, hier, komm, den Loon weg, den Loon weg, den Loon weg, den Loon weg, komm. Nice, nice. Oh, geil. Richtig cool, richtig cool. Und, ja, 400 nochmal schön aus dem Town Hall. 400. Gebt euch das bitte mal. Kein Splash Damage mehr in der Base. Momentan. Richtige Hardcore-Eskalation mit den Bogies. Den nächsten Rage droppe ich hier nicht mehr. Was macht der Warden da? Ja, aber das ist. Soll ich den doch noch droppen? Nee. Nee. Bin ich zufrieden, dass ich es nicht gemacht habe. Passt 2,2 und ein Bonus wieder schön gemacht. Läuft. Läuft richtig cool. Wir sagen wieder egal. Oh, hier gibt es wieder zum Spenden. Braucht Verstärkung, gar kein Thema. Nova, was willst du? Zack. Ist vollkommen egal, ich bin halt noch im Boost, genau. Da kann ich ohne Probleme nochmal spenden, was er haben möchte, egal was. Okay, dann gibt's wieder ein paar Magier. Ist, glaube ich, das Einfachste. Weil die wird man halt schnell wieder los, wenn es darum geht. Oh, hier, ich habe einen Packer zum Beispiel gebaut, passt nicht mehr rein, weil ein anderer irgendwas gedroppt hat. Und dann sitze ich da. Wollen wir natürlich nicht. Mit den Magiern kann ich immer noch am meisten selber anfangen. Und dann ist es okay. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben 4,4 von 13 einwandfrei innerhalb von, was weiß ich, 10 Minuten oder sowas läuft. Vollkommen in Ordnung.
Boost läuft auch noch ein paar Minütchen. Das heißt, wir haben schon mal, genau, gucken wir doch einfach nochmal, was wir jetzt schon insgesamt haben. Clanmäßig sind wir aufgestellt mit 25 und wir hatten, glaube ich, 7 Tage. Das heißt, 1,5 Tage sind es erst und wir haben schon mal eine gute Ecke, sage ich mal, los. Aber es sind die Top-Leute, sage ich mal, schon auf 3K und da geht natürlich nicht mehr. Darf man auch nicht vergessen. Darf man nicht vergessen. Verstärkung wird wieder gebraucht. Ja. Bogies. Passt. Ist doch in Ordnung. Effektiv müssten ja theoretisch 25 Leute komplett alle 3000 bekommen. Dann wären wir durch. Ist eine ganz schöne Nummer mit 75k. Ist zu schaffen, aber ist eine ganz schöne Nummer. Klar, jetzt ist natürlich umso wichtiger, dass halt alle zusammenhalten, beziehungsweise halt die, ja, der Zusammenhalt im Clan groß genug ist, dass halt genügend, die halt jetzt weiter unten sind, halt wirklich den Arsch in Anführungsstrichen hinhalten und sagen, gut, okay, komm, wir ballern hier schön die Gegner weg, beziehungsweise machen halt unsere Clan-Challenge, dass die, die oben sind, halt dann nicht so viel machen müssen. Weil, wie gesagt, das verstehe ich vollkommen, wenn einer in Legende rumdümpelt, sage ich mal, der will, wie gesagt, nicht irgendwie so eine Kanonen-Challenge machen. Mega Loot hier auf jeden Fall, aber klar, für mich unerreichbar momentan mit der Truppenkonstellation. Ah, nice. Hier hätte man natürlich nochmal richtig schön Gold mitnehmen können. Kann ich mir natürlich jetzt in Skat drücken, brauchen wir nicht drüber reden. Aber da hätte man halt richtig schön Gold ziehen können. Das Dunkle lässt hier so ein bisschen auf sich warten, muss ich sagen. Eagle Artillerie. Warden. Und ein paar Bogies. Und das Ding ist durch, weil, wie gesagt, die Eagle Artillerie nehme ich dann definitiv mit. Gucken wir mal, was wir hier. Die sind komplett leer, die Bohrer. Vielleicht 4, 5 Dunkles. Gar nichts? Doch, ja, ich wollte gerade sagen, naja, aber 20 oder sowas. Das war's. Warden natürlich nicht riskieren, brauchen wir nicht drüber reden, klar. Gucken wir mal, ist natürlich, bringt uns natürlich jetzt relativ viel, wenn der, wow, 109, Town Hall 10, wow. So, das war's erstmal für die Folge. Gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge weiterläuft mit dem dunklen Elixier. Wie viel haben wir momentan? Knapp ein Drittel, war richtig? Ja, ungefähr läuft. Das war's von mir. Haut mal rein. Bis dann. Ciao, ciao.